Für die Energieprobleme unserer Zeit suchen und finden Sie Lösungen. Ein Aussiedlerhof im Westerwald. Was wie Urwald wirkt, ist eine Pflanzenkläranlage, auf der André Scheller unterwegs ist. Das ist der Probenahmeschacht. Da hole ich jetzt eine Abwasserprobe raus vom gereinigten Wasser. Dafür habe ich hier so ein Becherchen. Und tauch mal ab. Was aus den flüssigen Fäkalien geworden ist? Das sieht gut aus. Fast klares Wasser. Die Laboruntersuchung wird zeigen, wie seine Qualität ist. Riecht doch so, wie es soll. André Scheller ist auf Pflanzenkläranlagen spezialisiert. Die Ingenieurgesellschaft Janisch und Schulz baut seit 30 Jahren Pflanzenkläranlagen in Deutschland und auch schon seit vielen Jahren in aller Welt. Aktuell sind wir auch in Mexiko und bauen da Pflanzenkläranlagen für 20.000 Einwohner. Das ist eine Weltneuheit. Pflanzenkläranlagen sind inzwischen eine gute Alternative zu herkömmlichen Kläranlagen. Flüssige und feste Fäkalien werden getrennt. Die flüssigen versickern im Kies, die festen werden gesammelt und irgendwann abgeholt. André Scheller schaut nach, wie voll die Absetzgrube für die Fäkalien inzwischen ist. Das sind jetzt 70 cm Schlamm von 1,90 m. Das heißt, da ist noch viel Platz. Wenn es insgesamt halb voll ist, muss geleert werden. Aber das sagen wir dann. Für den Hof ohne öffentliche Abwasserleitung war die Pflanzenkläranlage die perfekte Lösung. Ich möchte einfach, dass er so einfach wie möglich funktioniert. Und ich glaube, je näher man an der Natur ist, war die nächste Station ganz einfach eine Pflanzenklärgeschichte, die für uns eigentlich noch fremd war. Wir hatten uns damit nie befasst. Aber auch jetzt nach, was sind's, neun Jahre, bin ich noch hochzufrieden damit, weil das funktioniert wunderbar. Wir haben keine Arbeit damit. Die Wartung ist sehr überschaubar. Und es funktioniert. Ein Klärbeet ist eine trockene Sache und braucht nur 4 Quadratmeter pro Hausbewohner. Ja, in dem Fall sind das jetzt, glaube ich, 4 Einwohner, also 16 Quadratmeter. Man sieht ja auch keine Seefläche oder so, also es ist kein Mückenbrutplatz. Stinkt auch nicht, weil das vorgereinigte Abwasser direkt in die obersten Kiesschichten einsickert. Und danach, darunter befindet sich ein Sandfilter, in dem sich von allein Mikroorganismen sammeln. Da braucht man auch nichts animpfen oder so. Und das Schöne ist, dass die Pflanzenkläranlage gleich von Anfang an richtig funktioniert, weil es nicht so sehr auf die Pflanzen ankommt beim Reinigungsprozess an sich, sondern die Pflanzen sorgen dafür, dass der Bodenfilter auf Dauer durchlässig bleibt. Rund 3.500 Euro kostet die Planung so einer privaten Anlage. Zwischen 15.000 und 20.000 Euro ihre Fertigstellung. Pflanzenkläranlagen eignen sich sogar für ganze Städte und Kommunen und könnten teure Kanalsysteme einsparen. Wir haben seit neuestem eine Pflanzenkläranlage in Mexiko fertiggestellt. Die reinigt das Abwasser von 20.000 Einwohnern. Da brauchte es eine Fläche von ein bisschen mehr als 2 Hektar. Bei so einem großen Pflanzenbeet besteht dann schon die Herausforderung darin, auch das Wasser gleichmäßig zu verteilen. Durch eine kreative Bepflanzung können grüne, ästhetische Flächen in jeder beliebigen Form entstehen. In dem Fall handelt es sich um eine Anlage in Paraguay. Ich finde es einfach schön, dass man hier gar nicht groß erkennt, dass es eigentlich eine Kläranlage ist. Und so sieht André Scheller in Pflanzenkläranlagen auch ein besonderes Potenzial für die Stadtplanung. Meine Vorstellung von Pflanzenkläranlagen in der Zukunft ist, dass sie die Städte verschönern. Ich stelle mir Abwasserparks vor, denen man aber gar nicht ansieht, dass es eigentlich Kläranlagen sind. Zwischen den Pflanzen könnten Lichter platziert sein, die sogar von der Pflanzenkläranlage selbst gespeist werden. Also die Pflanzenkläranlage kann ein kleines bisschen Strom herstellen, zumindest nach aktueller Forschung. Da sind wir jetzt gerade dabei, das näher zu untersuchen. Das Potenzial scheint groß, gut geplant und mit den richtigen Pflanzen. Zum Beispiel hier der Blutweiderich, die Sumpfschwertlilie, sibirische Schwertlilie ist auch gut geeignet und
da die auf der roten Liste steht, vielleicht auch zu bevorzugen. Und hier, das ist jetzt beispielsweise Wasserminze. Und also wie schön ist es, dass eine Kläranlage sogar duftet nach Wasserminze. Ja. Und beim nächsten Mal? Kochen auf eigenem Biogas. Katrin Pütz weiß, wie das geht. Sie erzeugt ihr Gas selbst. Mit einer Installationsanleitung und Materialien aus dem Baumarkt kann man das komplett selber bauen. Mit Abfall- und Speichersack zum Biogas aus dem Garten.